Herzlich willkommen zur zweiten Folge Fahrenheit Indigo Prophecy. Ich werde es eigentlich nur noch Fahrenheit nennen, denke ich. Das ist auch der Originaltitel. Und Indigo Prophecy ist der Untertitel, glaube ich, für die Remastered-Version. Ich bin gerade hier ein bisschen irritiert. Ach nee, die Balken waren ja, um dann oben und unten jeweils die Steuerung anzuzeigen. Ja, dann würde ich sagen, also ich gehe gleich rein. Ich will gerade noch mal kurz gucken, ob ich hier noch Möglichkeiten habe, so weit vom Tatort weiter umzusehen. Ich sehe keine Hinweise. Ja, ist ja gut. Ich gehe besser wieder zurück. Ich stehe im Weg, ne? Ja, ich bin ja schon weg. Okay. Gut. Also, kann ich mit ihm reden? Was war das? Oh! Ich habe jetzt mal kurz die Dreieckstaste gedrückt. Mit dem rechten Analogstick kann der Modus gewechselt werden. Ah! Mentale Verfassung 70%. Ich bin gestresst. Leben 3 von 6. Oh. Okay. Unser Name ist Carla Valenti. Italienerin vielleicht? Okay. Was ist das hier? Ich muss Zeugen befragen und um deiner Hinweise sammeln. Der Mörder hat sicher Spuren hinterlassen, die uns helfen können, ihn zu finden. Ja, so doof wie ich mich als Mörder angestellt habe, habe ich ganz sicher Spuren hinterlassen. Okay, also, nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt da rein. Alles klar, McCarthy? Guten Abend, Inspektor. Ich habe auf Sie gewartet. Hallo, Tyler. Hi, Martin. Und? Was war los? Totschlag. Durch Messerstiche, wenn ich mich nicht täusche. Geschah anscheinend in der Toilette. Der Täter ist entkommen. Gibt es Zeugen? Ja, ich. Ich war zur gleichen Zeit in der Toilette wie der Täter. Bis ich aber die Leiche fand, war er bereits verschwunden. Okay. Eine Vermutung, wer der Mörder sein könnte? Es war einer von den Gästen. Wüsste nicht, dass ich ihn schon mal gesehen hätte. Fragen wir Kate. Wer ist das Opfer? Er heißt, John Winston. Ein Stammgast hier am Restaurant. Kate kannte ihn. Sie kann Ihnen mehr sagen. Ach du Scheiße. Ist die Leiche noch da? Die Jungs von der Gerichtsmedizin wollten sie nicht wegbringen, bevor sie nicht da waren. Seit der Entdeckung der Leiche hat niemand die Toilette betreten. Sehr schön. Waren zur Tatzeit noch andere Gäste hier? Ja, zwei andere Männer. Die ließ ich gehen. Ich habe aber ihre Personalien, falls Sie sie verhören möchten. An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Ist das da drüben die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Wenn Sie mir einen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. Danke für Ihre Hilfe, Martin. Es ist spät. Gehen Sie nach Hause, um abzuschalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte Sie lieber nach Hause bringen. Wenn dieses Symbol oben rechts am Bildschirm zu sehen ist, können Sie den Charakter wechseln. Drücken Sie die B-Taste, wann immer Sie Charaktere wechseln möchten. Oh, B-Taste, die nehme ich eigentlich immer so zum Abbrechen und führe zurück. Naja, gut. Ja, das war jetzt also schon ein bisschen heftig, wie schnell ich da reagieren muss, um eine Auswahlantwort zu wählen. Gucke ich mich erst um oder wechsle ich? Ne, ich gucke mich jetzt erstmal um. Toll, wir haben auch noch unser ganzes Gerümpel am Tisch liegen gelassen. Das machen wir gleich. Ich glaube, ich befrage erstmal die Dame hier. Ja. Hallo? Kate? Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Voll begeistert. Könnten Sie mir etwas über den Gast sagen, der kurz vor Entdeckung der Leiche wegging? Es war ein ganz normaler Mann. Ehrlich gesagt beachtete ich ihn nicht weiter. Arbeiten Sie hier schon lange, Kate? Es sind jetzt schon fast 11 Jahre. Hier haben wir schon so gut wie alles gehabt. Obdachlose, Junkies, alles. Selbst die Kasse wurde mehrmals geklaut. Aber Mord? Noch nie. Armer John, er war so ein lieber Kerl.
Gott. Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Ich sah ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Hätte noch jemand reinkommen können? Nein, wohl kaum. Die Vordertür ist der einzige Eingang. Wäre noch jemand hereingekommen, hätte ich ihn sehen müssen. Okay. War John alleine hier? Sprach er mit jemandem? John kam immer alleine. Wir sprachen meist über das Wetter, seine Arbeit, halt das Übliche. Er sprach nie mit jemand anderem. Wissen Sie, ob das Opfer Feinde hatte? Ob ihm jemand nach dem Leben trachten würde? John war ein ganz gewöhnlicher, netter Kerl. Ich wüsste nicht, warum ihn jemand Böses wollen würde. Was geschah vor dem Mord? War irgendetwas ungewöhnlich? Nein. Es war eigentlich alles wie immer. Haben Sie etwas gehört, während John auf der Toilette war? Irgendwelche Kampfgeräusche oder Schreie? Nein, ich habe nichts bemerkt. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott! Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Es ist ein ziemlicher Schock für Sie. Aber nur Sie können uns helfen, den Täter zu fassen. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein. Als er zurückkam, fiel mir auf, dass er noch nicht bezahlt hatte. Kommt oft vor, dass die Leute zu zahlen vergessen. Deswegen achte ich genau darauf. Was geschah dann? Der Typ lief einfach ohne zu zahlen weg. Erst als Martin Johns Leiche fand, begriff ich. Oh Gott. Ist Ihnen an John vielleicht irgendetwas komisch vorgekommen heute Abend? Wirkte er besorgt oder gestresst? Nein, er war genau wie immer. Er machte sogar einen Scherz, als er reinkam. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungsskizze des Mörders zu erstellen? Klar. Ich werde alles tun, was Sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Martin wird Sie nach Hause begleiten. Gute Nacht. Okay. Also ich fand ja jetzt Kate eigentlich schon sympathisch, aber sie hat sich zweimal widersprochen. Einmal hat sie gesagt, sie weiß nur, der Täter war, ja, ich glaube groß oder schlank oder sowas und relativ jung und mehr weiß sie nicht. Und jetzt sagt sie gerade, das Gesicht wird sie nie vergessen. Dann hat sie gesagt, sie hat nicht mal mitgekriegt, dass John aufgestanden ist. Und dann hat sie gesagt, ja, er ist aufgestanden und zur Toilette gegangen. Ja, was denn nun? Ich wechsle mal jetzt tatsächlich kurz den Charakter. So, ich möchte nämlich eigentlich wissen, wer das überhaupt ist. Tyler Miles, okay. Er ist auch ein bisschen nervös. Und während ich Carla dabei helfe, Spuren zu suchen und Zeugen zu befragen. Ich weiß jetzt nicht, erkenne ich da irgendwie, ob er irgendwelche Stärken hat oder so? Nee, ne? Vielleicht, ich dachte jetzt, vielleicht ist er ein guter Spurensucher oder sowas. Das war jetzt der Tisch des... Dieser Typ ist der gestorbene Beweis dafür, dass Pinkeln gehen ungesund sein kann. Ach, das ist der Tisch von John, glaube ich, ne? Und dann ist das da hinten. Der Tisch des Opfers. Okay. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an hier. Da liegt auf jeden Fall was. Seltsam, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung.
Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Warum? Steak und Pommes. Hat er ja kaum angerührt. Ich hab Hunger. Martin sagt, der Typ saß hier. Okay. Carla tippt anscheinend hier auf ihrem Tablet oder Smartphone rum. Jetzt habe ich hier noch andere Polizisten. Vielleicht kann ich die irgendwie dazu bringen, Spuren zu sichern oder so. Siehst du fertig aus, Tyler? Ja, ich habe seit 3 Nächten Bereitschaftsdienst. Kennst mich doch. Wenn ich nicht genug Schlaf krieg, sehe ich schnell alt aus. Naja, ihr werdet ja gleich fertig sein. Du kennst Carla nicht. Die ist imstande, alle bis zum Frühstück hier zu behalten. Jemand so Dickköpfiges habe ich selten gesehen. Ungewöhnlich, dich um diese Zeit bei der Arbeit zu sehen, Tyler. Bist du aus dem Bett gefallen? Mensch, die blöde Bemerkung kannst du dir sparen. Oh, also dieses Gespräch hat uns gestresst, okay. Ich rede jetzt mal mit Carla. Mal schauen, vielleicht hat sie einen Job für uns. Carla ist wirklich was Besonderes. Sie ist zwar nicht immer einfach, aber bei weitem die fähigste Polizistin, die ich kenne. Hast du was gefunden, Tyler? Dafür müsste ich die Augen aufhalten können. Oh, jetzt stell dich mal nicht so an. Danke für deine Hilfe, Tyler. Vielleicht sollte ich das Ganze mit Carla nochmal untersuchen. Aber warum war der Kaffee nicht auf der Rechnung gestanden? Das interessiert mich jetzt schon. Hier ist seine Gabel. Aber wo ist das Messer? Aber das war doch ein viel größeres Messer. Egal, ich... Moment. Wir wollen natürlich auch den Tatort anschauen, aber ich möchte sehen, ob es hier sonst noch was gibt. Zum Beispiel, vielleicht... Oh, ich kann Kaffee trinken. Vielleicht entspannt mich das ein bisschen. Ah, so geht das. Okay. Ich hoffe, wir bezahlen den Kaffee wenigstens. Das ist ja geil. Fühle ich mich jetzt besser? Nee, jetzt bin ich gestresst. Okay, ja, wie komme ich auch auf die Idee, Kaffee beruhigt? Ich meine, mich beruhigt Kaffee, aber sie ist dadurch gestresst. Okay, dann werden wir, Moment. Ich werde jetzt aber Tyler Kaffee geben, denn der ist ja so müde. Der ist dann zwar auch gestresst, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Lieber gestresst als depressiv. Ich glaube, es war keine gute Idee, aber ich wollte es zumindest mal ausprobieren. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Nee. Dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt den Tatort an. Und nein, nicht noch einen Kaffee. Am Ende kriegt sie ein Herz Kasper und springt aus dem Fenster oder irgendwie sowas, weil es im Erdgeschoss egal ist. Ich komme nicht an ihm vorbei. Super. Stell dich mal in die Ecke und schäm dich. So. Ich könnte jetzt natürlich auch rennen, aber Moment, da geht's raus. Warum bin ich eigentlich nicht zum Hinterausgang? Dann hat sie doch da auch nicht die Wahrheit gesagt. Sie hat gesagt, es gibt nur einen Ausgang. Und hier ist jetzt ein zweiter. Tyler, ich guck mal draußen. Das ist doch jetzt wohl echt nicht wahr, oder? Also ich hätte auch hier rausgekonnt. Oh, dann... Wenn ich hier rausgerannt wäre, dann wäre ich... der Bedienung nicht aufgefallen und dann können sie uns nicht beschreiben und da liegt jemand. Guten Abend. Ach, das ist der Typ. Oh, hallo Püppchen. Was kann ich für dich tun? Hören Sie, bei dieser Kälte sollten Sie wirklich nicht hier draußen bleiben. Wenn Sie wollen, dann kann ich Sie irgendwo unterbringen lassen. Ja, lass mich in Ruhe. Ich brauche niemanden. Ich komm schon allein klar. Ja. In diesem Restaurant ist ein Mord geschehen. Sie haben nicht vielleicht irgendwas oder irgendwen gesehen? Ob ich was gesehen habe? Ich sehe gar nichts. Ich kümmere mich um meinen eigenen Kram.
Okay, dann gehe ich wieder. Sie sollten sich irgendwo aufwärmen. Und seien Sie vorsichtig. Okay, also mein Stressfaktor ist aber runtergegangen. Ich habe jemanden gesehen. Oder eher etwas. Niemand erinnert sich an ihn, aber ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, wie er aus der Hintertür kam. Ach, es war das Böse. Der Teufel in Person. Wie sah er aus? Können Sie ihn beschreiben? Wen? Du trinkst so viel Süße, du redest ja Stuss. Völligen Stuss. Ja, aber wir sind jetzt zur Vordertür raus. Und er hat jemanden zur Hintertür rausrennen sehen. Ich kann auch nicht nochmal mit ihm reden. Das ist jetzt natürlich schon... Aber warum sagt denn die Bedienung, es gibt... Die Tür geht nur von innen auf. Okay. Ja gut, dann gehen wir außen rum. Aber, also das verstehe ich jetzt tatsächlich nicht, weil die Bedienung hat auf mich eigentlich schon einen vertrauenswürdigen Eindruck gemacht, aber sie hat jetzt mehrmals die Unwahrheit gesagt und jetzt können wir sie auch nicht nochmal befragen, weil sie ja weg ist. Okay, jetzt wird es, denke ich mal, Zeit, dass wir den Tatort angucken. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Kollege? Ach, da hinten in der Ecke steht er, okay. Ja gut, dadurch, dass wir jetzt natürlich das weggeputzt haben, sind für sie die Spuren nicht mehr so gut zu sehen. An dem Mob ist Blut. Damit muss er den Boden gewischt haben. Aber wieso? Dabei hätte er leicht überrascht werden können. Ich gucke jetzt erstmal in die Toilette, in der Lukas gesessen war, bevor der Mord passiert ist. Warum ist hier Blut? Hast du was gefunden? Könnte sein. Ich verstehe nur nicht, warum hier Blut ist. Vielleicht vom Opfer? Wohl kaum. Lass es von Garrett analysieren. Dann wissen wir mehr. Warum bin ich da eigentlich nochmal rein? Weil ich gedacht habe, da wären Spuren. Das Opfer ist wohl überrascht worden. Ich weiß jetzt auch ganz ehrlich nicht. Ich möchte hier gerade nochmal kurz gucken. 65% gestresst. Ist es jetzt gut, wenn meine Werte auf Anschlag sind oder ist es besser, wenn sie runtergehen? Das habe ich noch nicht ganz rausgekriegt. Habe ich im Tutorial auch nicht so richtig hingehört. Diese Toilette kann ich nicht angucken. Ja, ich weiß, dass da die Leiche liegt. Ich schaue mir die auch gleich an. Ich möchte nur wissen, ob ich hier vielleicht noch irgendwelche Spuren hinterlassen habe. Ja, Mädel, du siehst gut aus. Ja, was ja auch interessant ist, ich sag ja immer, in der Toilette abzustechen. Ob ich Spuren hinterlassen habe. Ich gehe also automatisch davon aus, dass ich dieses Spiel vorrangig aus Sicht von Lukas spiele, obwohl ich ja jetzt gerade Carla bin. Ich sollte mich da vielleicht echt mal entscheiden, auf wessen Seite ich eher stehe. Mehrere Wunden links in der Brust. In der Nähe des Herzen. Scheinen Messerwunden zu sein. Mhm. Was ja auch interessant ist, ist, ich ermittle hier, kenne aber die komplette Sicht des Mörders. Oder ja, die Sicht von Lukas. Also Lukas hat ja diesen, wie hieß er nochmal, irgendwas mit Winston, John oder so, umgebracht. Die gibt's in dieser Stadt echt überall. Als ich in der Bronze war, habe ich Typen gesehen, die dir wegen einem paar Schuhe glatt den Bauch aufgeschlitzt hätten. Halt doch mal die Klappe. Tyler, halt mal 2 Minuten lang die Klappe. Danke, ja, genau. Es sah ja so aus, als wäre von irgendwas besessen gewesen. Und der andere Typ, dieser Penner, hat ja auch gesagt, dass da jemand aus der Hintertür raus ist. Was mich immer noch wahnsinnig macht. Warum hat Kate uns angelogen, verdammt? Okay, ich wechsle mal zu Tyler. Vielleicht kann Tyler noch irgendwas anderes machen. Der kann sich auch noch im Spiegel angucken. Du bist nicht ihr Typ, Schnecke.
So. Out of order, weißt das du, war ob die Familie Bescheid kaputt. Glaub ich kaum. Ah, klar, ich verstehe. Ich kümmere mich drum. Sieht er vielleicht was anderes? Was? Der Täter hat weder die Kreditkarte noch die 100 Dollar Bargeld genommen. Ah. Er war anscheinend nicht auf Kohle aus. Also Tyler scheint da schon ein bisschen gut für die Indizien und die Details zu sein, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Also schauen wir mit ihm das auch nochmal an. Was war denn das gerade? Die Spülung geht nicht. Merkwürdig. Hm. Zu dem Fenster sagen sie aber nichts. Oh, ich kann in den Mülleimer gucken. Was machst du denn da bitte, Tyler? Nach Hinweisen suchen, was sonst? Na, dann sei mal froh, dass das keine Damentoilette ist, weil das, was da im Mülleimer liegt, das, da willst du nicht reingreifen. Hä? Das Messer, das habe ich gar nicht gesehen. Wenn hier eine Gang rumrennt und blutige Messer in Toiletten versteckt, glaube ich, ich habe die Mordwaffe. Super. Sag Garrett, er soll den Griff nach Abdrücken checken. Okay. Also, die Anzeige ist gerade hochgegangen und von gestresst auf angespannt. Also ist es, glaube ich, doch besser, wenn die Anzeige sehr weit oben ist. Dann war das mit dem Kaffee gar nicht so verkehrt. Das Pissoir. Da war ja das Opfer dran gestanden. Hallo. Guck's dir doch mal. Nein. Oh, Tyler. Oh Gott. Tyler? Was denn? Ist doch schließlich eine Toilette, oder? Du verunreinigst den Tatort. Das ist ein Tatort. Okay, schon gut. Muss der ganze Kaffee gewesen sein, mit dem ich mich wach halte. Jetzt geht's von gestresst auf nervös. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, was jetzt gut oder was schlecht ist. Anzeige oben oder Anzeige unten. Okay, ich kann mit ihm rausgehen. Findet sie was im Mülleimer? Nee, sie kann sich den gar nicht anschauen. Also merke, Tatortinspektionen und Indiziensuche auf jeden Fall mit Tyler machen. Der hat jetzt schon ein paar Mal was gefunden, wozu sie nichts gesagt hat. Okay, ich denke aber, wir verlassen jetzt diesen ungastlichen Ort wieder. Anscheinend gab es da jetzt nicht mehr. Sagt sie noch was zum Kondomautomaten? Nein. Mal mit ihm reden. Tyler arbeitet seit fast einem Jahr mit mir. Er gehörte zu den Banden in der Bronx, bis er beschloss, Polizist zu werden. Er kann zwar unberechenbar sein, aber er ist ein prima Kerl. Er war Bandenmitglied in der Bronx und ist dann Polizist geworden. Die haben ja merkwürdige Einstellungskriterien. Wenn ich mich da jetzt hinsetze irgendwo... Was ist das? Lesen? Ach, da liegt noch was. Ein Buch. Der Sturm von Shakespeare. Hm. Wenn das dem Mörder gehört, liest er aber ungewöhnliche Bücher. Garrett, da liegt ein Buch unterm Tisch. Überprüf's auf Abdrücke. Geht in Ordnung. Und was war das hier? Eine Tasse Kaffee und eine Cola. Komisch. Entweder ist er koffeinsüchtig oder er war nicht allein. Also, ich trinke auch Kaffee und Cola. Allerdings nicht, weil ich koffeinsüchtig bin. Gut, das bin ich schon auch, aber ich trinke das Cola nicht wegen dem Koffein, sondern weil ich ganz gerne zum Kaffee immer noch nebenbei was Kaltes, was Frisches trinke. Das muss ja nicht zwingend Cola sein. Hey Garrett, hey Frank, alles klar? Hey Carla. Hey Carla. Und? Habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen. Okay. Ich sehe auch gerade, dass wir schon längst überfällig sind, was die Folge angeht. Ich setze mich jetzt mal dahin. Vielleicht entspannt sie sich dadurch ein bisschen. Und, nee, anscheinend nicht. Aber wir verbringen mal hier im Diner quasi die Nacht und dann geht's morgen weiter. Ich denke, mit dem Diner sind wir auch soweit fertig. Bin mal gespannt, was wir dann als nächstes machen dürfen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.